Moin Freunde und willkommen zurück im armen Viertel mit mir und Bolias. Ja, Mäuse zusammen. Ah, du standst neben mir, Alter. Ich suche den ganzen Raum nach dir ab und dann hüpft er hier auf einmal aus der Ecke. Crazy. Ja, liebe Leute, denn jeder, der irgendwie dieses Anwesen betritt, ist einfach arm. Auf dieses Level kann man nicht irgendwie kommen. Deswegen setzen wir hier jetzt eine Maske drauf. Dann geht's ihm wieder besser. Ja, dann geht's einem echt ganz anders. Oh shit. Das ist wieder so ein Reichen-Ding, das verstehen wir nicht, Mann. Das ist wie bei Harry Potter. Harry Potter ist reich, confirmed. Wade war ja nicht eigentlich wirklich reich. Ja, eben. Alter, ey, krass, wie übertrieben. Oh, wir sind so gut, ey. Wir haben das Geheimnis von Harry Potter gelüftet. Ja, auf jeden. Die Kammer des Schreckens haben wir jetzt betreten. Hat er hier ein Bild von dem Wasserfall hängen und drunter ist irgend so eine Sotsche mit einem Gerippe. Was ist das? Cool. Ja, das Gerippe, ne? Erstmal ein bisschen Öl entsorgt hier. Ja, wunderschön. Altöl entsorgen. Oh, wow! Oh, eine Falle! Alter, ey, oh, der Hund. Alter. Du bist ein kostspieliges Problem. Oh. Oh, oh. Joey Ultraviolett. About to purple your nurple. Alles klar. Der Kartellrat. Oh Gott, so viele Hunde. Oh mein Gott. Okay, ich schieße ja. Es gäbe es kein Morgen sie mehr. Sie sterben alle sehr schön schnell mit der Waffe. Wölfe. Oh ja, das ging wirklich noch halbwegs klar. I like. Ist er jetzt selber da? Nee. Franco Firewall, was? Ist der Sicherheitsinspektor? Franco Firewall, oh, Alter. Was geht da denn jetzt ab? Wo geht was? In der Mitte. Kleiner Fanatiker. Röms. Achso, ich schieße ja diese Blitzkugel eigentlich schon wieder vergessen. Ja, Röms, jawoll. In der Mitte hat er irgendeine Scheiße geöffnet. Ja, da kommen bestimmt tausende Zusatz-Ads raus. Ich glaube, das ist hier so eine Giftfalle eher, oder? Tyrone Smallis heißt der Kleine. Mr. Smallis. Oh, auf jeden! Und er guckt da oben einfach. Und Laser! Der sperrt mich aus hier ein bisschen. Oh shit! Er ist besser ausgerüstet als so ein fucking Kammermonster, Junge. Oh, kommt, er kommt runter. Oh mein Gott, die Mucke dazu. Wollte mich komplett verarschen. Holy fuck. Oh mein Gott. Zack. So, erstmal schon ein paar Granaten. Er ist immun gegen Granatenschaden oder was? Er ist ja immun gegen alles, solange seine Ads noch leben. Bin mir nicht sicher. Und ich nenne auch jeden hier ständig anders. Oh, Fleischschlitzer, Junge. So. Ich werde erstmal ein bisschen Land gewinnen, sonst bin ich gleich wieder im Eimer hier bei den Schaden, den ich kassiere. Oh fuck, ey, yo. Boah. Grüß euch. Der Kleine, wie viel Damage der. Alter, wie viel Leben hat der junge Mann? Ja, was zum Fick ist abgehend? Auch gerade erstmal klarkommen. Oh, was? Oh, ich muss hier weg. Jetzt sind hier auch noch Klone Fleisch unterwegs oder was? Mein Spider-Man muss hier erstmal retzen gerade. So viel Zeit muss sein. Der ist hinter mir her, ja, Alter. Verpiss dich. Drecksau. Frank Cousin oder wer ist das? Ne? Ich bin gleich tot, Alter. Ja, same. Ging mir eben genauso. Oh mein Gott. Fucking shit. Er hat auch irgendwelche Klone noch gerufen. Kampf ums Überleben ist angegangen bei mir jetzt. Ja. Franco Firewall. Ja, bei mir auch. Überhaupt keinen Schaden. Sind wir hin jetzt, Alter? Ich weiß nicht, was wir hier noch tun sollen. Den Tyrannen hier töten, glaube ich, hoffe ich. Ja. Oh, yes. Oh. Puh, das war aber letzte Sekunde. Er hat immer noch Immunität. Ja, dieser Franco Firewall muss weg, denke ich mal. Ja. Der geht jetzt hier im Schild gut down. Ich muss nachladen, leider. Wo ist er hin, der Pisser? Vor dem Möppelding hier. Psychos, die Kleinen. Aua, aua, aua. Kriegst du die Kleinen einen Daumen oder sowas? Oh. Das hast gerade getötet. Nein, ich dachte, du bist woanders. Ach, scheiße. Ich glaube, das war's. Franco Firewall nimmt gar keinen Schaden. Doch, doch, doch. Er kriegt da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, ich muss nachladen. Down. Ja. Nein, kann ich dich irgendwie wiederholen? Bad life. Ich denke mal, ich kann wieder runterspringen. Das war ja schon mal so bei der. Bei der Eistante. Wenn ich schnell genug bin und du lange noch überlebst, zumindest. Ich gebe mein Bestes. Ich werde mein Bestes geben, hier lang genug zu überleben. Ja, ich bin beim Brunnen oben gespawnt, auf jeden Fall. Ah, ist das räudig. Wir müssen diesen Firewall-Typen downbringen. Ja, ich versuche jetzt nur gerade zu überleben. Ja. Okay, bin wieder unten, wie es aussieht. Bist wieder am Fighten mit. Genau in der Mitte, oh mein Gott. Okay, wo ist der Pisser? Gut, dann mach ich jetzt.
weg. Ja, ist down. Da ist er hin. So. Jetzt sind wir nämlich dran. Ach, gucke da. Oh. So, wird der immer kleiner? Auf jeden, oder? The fuck? Was ist das denn? Alter. Gottes Willen, ich werf erstmal noch ein paar Nades hier, Junge. Ja, ich weiß auch nur noch Granaten rauf hier. Alles erstmal raus hier. Oh shit, was euch. Was ist das denn? Geschütztürme von den Seiten? Oh fucking shit. Aber er ist gleich hin, er frisst richtig gut gerade. Er hat keine Boys mehr bei sich. Ja, ich versuche die Geschütze jetzt noch schnell kaputt zu machen. Ja, ich hämmer auf ihn durch. We did it. Oh. Oh, Junge. Shit, war das ein Krampf. Du weißt, wie das klingt. Alter. Das war ein Krampf. Ey, und in dem Moment, wo noch ein Psycho kommt, muss ich nachladen und ich krieg ihn nicht mehr. Hilfe. War das eklig. Aber auch geschafft. Mit kleineren Hürden. Dann wird man auch ständig dead einfach, ey. Bis ich okay. Da erstmal die Übersicht hatte. Ja, Mann. Es sind 3 Legos gedroppt bei mir. Oh, ich habe keinen Inventarplatz mehr, doch. Sehr angenehm. Ich habe 2 gekriegt, aber die waren unter 400er GS. Okay, keine gewöhnliche Nadel. Die Needle Gun nehme ich mal mit. Needlesen. Okay, was haben wir hier noch? Needle Gun XXL, okay. kann ich die auch einfach nehmen? Jo, kann ich auch. Ist exakt dasselbe, cool. Und Rovan's Call. Soll besser sein als meine. So. Verstrahlte Feinde. Ich mache hier noch kurz die Kissen auf. Oh, oh. Mach ein bisschen mehr Schaden. Na, ich guck sie mir mal an. Oh, shit. Alter. Mit Querschlägern. So. Ich habe ja auch 2 Legis bekommen. Die sieht ja ranzig aus, ey. 3,91. Cool, cool. Macht auf jeden Fall mehr Damage als die ich angelegt habe. Ja, da habe ich auch gerade nur nachgeguckt. Feuerrate auch erhöht. Testen wir mal. Oh, shit. Wie eklig meine aussieht. Assault Rifle. Super räudig. OPQ-System. OPQ. Ich hab jetzt... Alter, ach, das ist die Waffe, ey. Die jetzt mitfliegt, ja, oder was? Genau, mit... die verwirrt mich ja auch sehr. Nice, ja, dann nehmen wir die mal mit hier. Oh, ah, toll. Geil. Vor allem, steht hier bei dir auch noch so eine Psychotante? Und sabbert Blut auf dem Boden? Wo? Hier steht bei mir eine. Nee. Kurz Blut. Bei mir liegt sie hier. Die okay. Ist so hingefallen. Dass hier ein Arsch da oben guckt und der Kopf unten rausguckt. Wow. Ja, mystische Begegnung. Und da sabbert sie. Ja, sie sabbert. Ja, sabbert auch. Okay, ja. Seltsam. Vorne, Iridium ist schlimm, okay? Okay. Gut, das war das mit der Villa. War auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Fight, oh, wenn ich noch mal wieder verreckt bin. Ja, aber ich bin aber auch einmal geschnitten. Hätte ich dir den nicht weggenommen, ich dachte, du bist hier nicht in der Nähe bei mir. Ja, es war auch. Dann hätten wir es besser geschafft. Es war ein räudiger, mieser Fight. Da passieren Dinge. Schreckliche so. Dinge. Auch nichts Tolles. Tödliche. Hier eine kacke Sachen. Kann ich mir aber wenigstens Dinge. Gleich verkaufen, ne? Ja. Auf jedes. Hast du die Kiste hier geöffnet? Nee, überhaupt? Noch nicht. Achso. Aber auch blau. Ja. Nur Müll drin bei mir, ja. Ich habe eine neue Granate irgendwie bekommen. Ich könnte halt einen Sniper nehmen mit 400 irgendwas, aber ich sniper nicht gerne. Nee, ich habe auch so meine Bedenken immer. Manchmal geht's, aber manchmal ist ein sehr dehnbarer Begriff, was das angeht. Oh, ein neuer Raketenwerfer. Oh, der ist nicer. Kann ich nur noch nicht nehmen. Oh nein, ey, ist der erst für Level 7000. Ist der nicer Dicer. Und die Granaten auf Level 36. So, ja, gut. Das war halt auch eine Quest anscheinend, wenn ich mir den Loot so ansehe, wo wir noch ein bisschen underlevelt waren. Und darum gab das vermutlich auch so aus dem Maul. Hingekriegt. Dafür das haben schon, wir es dann gut hingekriegt. Wir waren halt noch verwöhnt von Next eben, Mouse Piece und so. Und dann plötzlich, oh shit, Schaden, Hunde, Ads, Sicherheits, Leute.
Uff. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal eine Waffe mitnehmen für die Schilde, weil ich glaube, die nächsten Gegner werden auch immer mal wieder ein paar Schilde haben. Das kann sehr gut sein, tatsächlich. So. Oh, wir sind direkt bei ihm. Cool. Jetzt wirst du Maurices Bezahlung für deine Hilfe annehmen. Oh, nee. Es ist so irgendeine Scheiße. Sie tut schon viel besser. Das erwähnst du das nächste Mal besser zuerst. Maurice hat viel Währung, weil er viele reiche Gegner beim Poker verzehrt hat. Maurice braucht dich vielleicht bald wieder. Kehre zu Maurice zurück, wenn du wieder Hunger auf Arbeit hast. Alter, ja. Gib mir Kohle. Okay. 7000. Oh, eine epische Sniper gab es. Oh, was ist das denn? Epische Granate habe ich gekriegt. 4,23. Oh nee, sag mir nicht, meine ist besser. Oh nee. Was ist denn die 313? Das ist die hier? Die ist doch schlechter als die ich angelegt habe, oder? Ist richtig schlecht gerade. Ja. Hä? Das sieht cool aus. Aber er hat ja jetzt eine neue Mission. Vielleicht ist es dann besser auch oder noch. So. Wo ist sie jetzt? Oh, die ist aber fett. Die sieht cool aus. Ist aber super kacke irgendwie. Naja. Es geht leider nicht ums Teamwork in Borderlands. Toll. So jetzt. Ja. Wirklich. Stört mich jetzt. Sad face. Das geht hier? Ach, da können wir nicht rein. Das sah eben so aus, als könnten wir hier noch. Deswegen dachte ich, wir kriegen jetzt wieder irgendeine Augensuppe oder so. Nice. Irgendeine, das wäre lecker. Belohnung. Ja, so, wollen wir mal anquatschen? Ja. Du wirst Maurice vor weiterem Schaden beschützen. Klar. Maurice ist noch nicht vor dem Iridium-Kartell sicher. Seit einem Angriff hat der Anführer das Versteck gegen weitere Angriffe gewappnet. Man benötigt jetzt einen Code, um hineinzugelangen. Du wirst Dekodierringe von Informanten des Kartells in der ganzen Galaxis beschützen. Ja. Okay, das machen wir aber nebenbei, ne, Maurice? Ja, das machen wir nicht nochmal gezielt. Tschüss, Maurice. Alter, das sind meine Rap-Kosten, du Schwein. Hat er eigentlich ein neues Banner hängen? Nee. Ach, jetzt mal nochmal drauf. Verkaufen? Das war doch hier, oder? Ah, nee, es war unter uns. Das sein. Genau. Ja, und dann haben wir doch ganz klarkommen damit. Ganz erfolgreich gesidemissioned. Was ich sehr schön finde. Mhm. Ich habe auch verlorene Beute wieder. Da sind bestimmt lauter Legis drin. Oh, ein Epic zumindest. Ein Epic Schild, das kacke ist. Ich verkaufe jetzt erstmal alles. Auch die Legi-Waffen? Ja, komm, Legi-Waffen auch. Alles weg. Alles muss weg. Ich brauche Gold. Kaufen und handeln, Alter. Ganz wichtig. So. Konnte ich jetzt auch mal ein bisschen... Weg. Was war das? Das kann auch weg. Shit loswerden. Wir hätten diese Coca-Iridium-Berge einfach mitnehmen müssen. Die hätten sie uns bestimmt auch aus der Hand genommen. Gib mir mehr. Jawohl. Ich habe jetzt auch einfach meine besseren Level-Dingens-Waffen und so verkauft. Da droppen bestimmt die noch grüne Sachen, die dann geiler sind. Oh, ich kann mir wieder was leisten, anscheinend. Aber an grünen das, Waffen mangelt es nicht. Ist Bewährung vorbei, oder? Kannst dir wieder ein bisschen was leisten. Ja, aber nicht das, was ich will. Irgendwas mit einem Sniper-Geschisse. Er hat hier immer noch dieses vergiftete Totem stehen, übrigens, was ich sehr nice finde. Er freut sich halt, dass er es hat. Ja. Markus und Maurice. Das wäre auch geiler Name für so ein Suppengeschäft, was aber abends dann gleichzeitig eine Schwulenbar ist. Kommst du heute abends ins Markus und Maurice? Ja, Mann. So. Geil, Alter. Wir haben jetzt die Quest Blutspende. Zur Einöde auf Pandora zurück. Pandora. Oh mein Gott. Was ist ich habe einen neuen coolen Skin gefunden. Leg ihn an! Den ich gerne nehmen würde. Alter, nein. Das ist nicht Weihnachtsmann-mäßig, oder? Nee, es ist das hier. Das Rote? Ektoplasmisch. Hallo. Ist halt oben rot und unten schwarz oder so ähnlich. Ja, das sieht aus, als wäre ich komplett vollgesotcht. Wie sieht meine Spinne aus? Alter, sie ist einfach der dunkle Rächer. Junge, die sieht cool aus. Geil, die ist echt cool, ja. Bei mir ist einfach einmal Farbe ausgelaufen. Ektoplasmisch, Leute. So. Cool. Ja, gut. Gehen wir dann mal auf Pandora zurück, oder? Sind wir ready for takeoff, auf jedes. Ab in die Einöde. Auf jedes. Ich sehe die Quest nicht. Wieso? Weiß ich nicht, da stand einfach nur Einöde. Und die hat mich bis dahin. Na gut, dann. Vielleicht werden wir abgefangen oder so. Wir porten uns einfach mal hin. Ja. Yeah. Mittig. So. Alter, wie diese Sachen an meiner Waffe wackeln, ey.
Bah, ekelhaft. Oh, Reise abgebrochen, sorry. Okay. La la la. La la. Ja, ich hab's extra vorher nicht angucken wollen, weil dann ja immer kam, Reise nicht möglich, Spieler ist im Menü. Darum dachte ich, ich mach's, wenn die Reise gestartet ist, aber die Reise ist leider cleverer als ich. So, Scheiße, jetzt bitte nicht abbrechen. Na gut. Ja, okay. Sehr schön. Aber knapp. Mal gucken, ob es uns hier dann vernünftig angezeigt wird. Oh. Ja. Man darf. Oh. Gespannt sein. Oh. No! Oh, no, oh, die Mutti! No! Why? Oh. Was soll das? Du reist zu einem großen Posten namens Rowlands Grab. Warner warte dich dort. Er hat uns einfach angegriffen. Ey, was sollte das denn? Wir hätten hier nochmal eine Mission. Wollen wir die noch nebenbei mitnehmen? Oh. Hallo? Ja. Ich lebe noch. Ja, das ist schön. Offenbar sind Iridiana-Professorinnen so begehrt wie Kammerschlüssel. Oh, Galgenhumor beiseite. Ich würde es begrüßen, gerettet zu werden, bevor sie mich zur allgemeinen Belustigung foltern und töten. Ich habe zwar noch einige Asse im Ärmel, aber damit erreiche ich wohl nur, dass ich auf eine andere Art sterbe. Cool. Ja, sie wurde ja entführt von unseren Lieblingstwins. So sieht's aus. Aber ich muss erstmal noch. Aber alle wollen sie. Ja. Zumindest war das mal so. Jetzt wollen die Leute echtes Skagfleisch und extravagante Beilagen. Es gibt ein paar Hey! The fuck? Ich gehörte mal zum kulinarischen Adel. Dann hat ein Konkurrent das Gerücht verbreitet, dass meine Skagdogs wohl das Smegma und Fußnägel seien. Hey, das mag im Prinzip stimmen, aber man verrät nie das Geheimrezept eines Kochs. Die Todesstrafe. Mein kulinarisches Imperium ist zusammengebrochen und ich habe den Namen geändert. Bis jetzt. Also. Skag Dog Tage steht: Finde den Big Kack. Schön den Smegma-Kack, Alter. Richtig Bock. Ja, das klang doch ganz gut auf jeden Fall. Das klang auch so, als würden wir hier jetzt in so einem neuen Abteil irgendwie ankommen, ne? In der eigentlich alten Welt, aber... Ich muss mal kurz gucken, wo das überhaupt ist. Achso, wir müssen rechts lang und dann uns um die Kurve links halten, okay. Okay, da sind die wütenden Babys, Junge. Das Plotsch. Wo? Sie hängen irgendwie unter meinem Reifen fest, Junge. Keine Ahnung. War das hier lang? Ich hoffe. Das finde ich auch ganz cool, wenn sie dann quasi in eigentlich alten Gebieten so neue Teilzonen freigeben. Oh, oh shit. Yeah! The fuck? Ich glaube, da hätte ich nicht lang. Oh nein, gedurft. Nein, warte, warte. Oh, puh. Okay, ich bin tot. Ja, das war vermutlich nicht so. Ich hätte da nicht lang fahren dürfen. Es kann weitergehen. Der eigentliche Plan. Gut, okay, ich guck nochmal, was habe ich denn gemacht, dass ich da... Wo bist du denn? Wer bist du denn? Vor allem ist hier einfach eine Toilette am Ende dieser... Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Dieser Rampe? I don't know. Ja, vielleicht müssen wir dahinter? Nee. Ah, scheiße, ich dachte, das wärst du. Mich beschießt hier jemand. Ich so, hä, wieso bist du denn hier nicht? So, wirklich ganz, ganz, ganz komisch. So, wo ist jetzt die Quest hin? Brech. Gucken, muss er dann hier in der Nähe sein oder nicht? Ja, die ist da ganz oben. Oh Kann mein ich die Gott. Karte nicht drehen ein bisschen? Ah ja, so. Okay, ich hoffe, ich werde jetzt mein Zyklon hier wieder raus. Yes. Oh, easy ausgeparkt, Junge. Oha. So. Okay. Ich glaube, du musst hier in meine Richtung noch jetzt kommen. Ja, genau. Da hoch zu diesem König der Löwenfelsen irgendwie in der Nähe, oder? Da bist du doch. Ich sehe dich on my map, Alter. Oh, yeah. Boah, shit. Was machst du denn? Ich vergesse manchmal immer noch, dass man sich mit der Maus hier dann dreht und ich wollte in den Spiegel gucken. Das finde ich auch ganz, ganz komisch. Das gibt's auch in sehr, sehr vielen Spielen. So. Ja, räudig. Die KDK scheinen auf Pandora fleißig gewesen zu sein. Nach Devil's Razor geht's da lang. Aber du musst ja den Weg freikämpfen. Ja, das ist ja nun gar kein Problem. Junge. Hab. Geh wieder rein. Hallo, oben. Er ist das Schild gewechselt oben dran, geil. Okay, hallo, Fanatiker. Oh shit, ihr fucking Kopf wurde gesnackt. Nom nom nom. Sind denn hier welche? Dahinter? Ja, deine Kreatur geht da auch hin. Ja, jetzt haben wir ihn. Zack. Auf Wiedersehen. Easy. Es wird jetzt Zeit für euch. Ich glaube, du solltest dein Fahrzeug mitnehmen.
Digga. Ja? Ja, nicht, dass es da jetzt weitergeht mit weiten Steppen und so weiter und so fort. Die weiten Steppen. Dann steig ich wieder ein. So. Hallo. Oh. Benutzen. Oh, Junge! Was machst du schon wieder? Über Move von mir. Ich hab schön den Kreiselficker raushängen lassen. Ui, das sieht aber auch sehr interessant aus. Am schönsten ist, dass wir das meiste davon in den nächsten Parts sehen werden. Ja! Nice. Vielleicht gehen wir noch ein Intro? Ja. Beim letzten Mal habe ich deinen Firehawk zerpflückt und wie einen totgefahrenen Skag liegen lassen. Oh, weißt du noch? Eine tolle Zeit. Oh, und dann habe ich eure Sirenenfreundin kalt gemacht. Die mit den blauen Haaren. Den Namen weiß ich nicht mehr. Martha. Mac. Die Tote eben. Junge. Und jetzt haben wir eure Nerd-Tussi entführt. Ihr müsst zugeben, wir sind echt gut darin, euch auszunehmen. Ja, eure Crimson-Diebesgilde liegt in Schutt und Asche und Innereien. Bald werden wir Götter sein. Und tschüss. Cool. Geile Ansage. Ich finde auch dieses Skelett von diesem riesigen Fieder total geil. Es war bestimmt hier mal Wasser überall und es war ein Fisch. Glaube ich leider auch. Das ist hier 1000 Nadeln wieder nach Katar, nachdem wir es abgelassen haben. Darum ist hier auch diese riesige Satellitenschüssel. Ja. Freunde, das ist eine uns relativ bekannte Umgebung, aber in neuem Gewand und auf die freuen wir uns natürlich in den nächsten Parts mit lauter tollen Missionen. Yeah. Jawoll. Geil. In diesem Sinne, macht es gut, haut rein und ciao. Macht's gut.